Hey meine lieben Geeks und Freaks, hier gibt's eine neue Folge von Vertigo TV. Heute mit dabei Musik von Madsen, Fallout Boy, Kim Frank und der Brauschen Amy Winehouse, zwei Interviews mit den Kaiser Chiefs und Tele, außerdem noch hübsche Webvideos und ein lustiges Spiel für die Trinker unter euch. Los geht's mit einer Band, deren zweites Album genauso sehnsüchtig erwartet wird wie das von den Arctic Monkeys und der Block Party. Hier geht's jetzt um die Kaiser Chiefs. Ruby, 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 Ruby! Die Kaiser Chiefs haben auf ihrer Homepage eine Blog-Section, in der man zum Beispiel auch den Ricky mit einem Schildkrötenpanzer sehen kann. Ganz so verkleidet kam er nicht zum Interview, aber den Nick hatte er dabei und auch eine ganz besondere Killers-Imitation. We do an impression of Brendan Flowers when he laughs. Wow, how does he laugh? Tell me a joke. Alright, you've told me a joke, yeah. And I'd go... Like a snake? A bit like a snake. Sexy snake. Do you have any band routines, my favourite question? It is funny. Whitey is the leader of the warm-up. Mm-hmm. And we do a warm-up and we say, right, it's the warm-up. We do the warm-up. We've been doing it for years and years, like, you know, 7 years with me. And every time we do a gig, 10 minutes before, we do the warm-up. It's funny. Eyes. Right, that's good. He's saying the word eyes there, and when you say eyes, you have to look everyone in the eye and say their name. It's a good way of focusing before the gig. Because all different things happen before the gig, like interviews and food and dinner and all this sort of thing. And then you get a bit distracted, and then when you go eyes, and you go right, and you know what you're doing. Gig. Which song would you sing in bed for your beloved one? Your girlfriend. Wind of Change. Something by Block Party. Helicopter or banquet by Block Party. Oh. Oh. Amy Winehouse zum ersten Mal hört, dann sieht man eine 50-jährige Soul-Sängerin vor dem geistigen Auge. Tatsächlich hat Amy mittlerweile ein beträchtliches Vogelnest auf dem Kopf, so ähnlich wie Marge Simpson. Sie ist spindeldürr und hebt schon mal ein. Und deswegen wurde ihr auch folgendes Spiel gewidmet. Der folgende junge Mann hätte früher wahrscheinlich mit Amy zusammen an der Bar gesessen. Als Sänger von Echt hat Kim Frank das Rockstar-Image zwischen Sex und Drogen ausgelebt. Heute hasst er sogar Blue Jeans, weil er als Kind immer Ali Jeans tragen musste. Und ganz ehrlich, bei diesem Filmchen kann man sein Trauma schon verstehen. I'm not a woman anymore. I'm a mom. Ich habe mal versucht, Tele zu googeln, bin leider nicht weitergekommen als Television, Telefonbuch und Telefonsex. Tele, die Band, war nicht nur letztes Jahr auf Afrika-Tournee, jetzt haben sie auch ihr drittes Album Wir brauchen nichts still und heimlich in ihrem Kämmerlein zusammengezimmert. Einen Einblick in unser nettes Pläuschen im Studio gibt's jetzt. Ich habe gelesen, Mario wird als Rich Kid Anthem beschrieben. Wie findet ihr das? Was ist Rich Kid Anthem, das klingt für mich so von wegen, als wäre es eine Hymne, die alle Rich Kids im Chor singen. Mhm. Das würde ich nicht unbedingt sagen, weil es beschreibt ja eher die Sorgen eines Rich Kid. Ich würde gerne mal die Rich Kids sehen, die das im Chor singen und sich dann dabei ertappen.
dass sie da gerade was singen, was ihre traurige Lebensgeschichte... Das ist ja mal interessant. Musik kann Menschen bewegen und berühren. Sie kann Leben prägen. Ist man sich als Band dieser Tatsache bewusst? Dass vielleicht ein Individuum euer Album als Soundtrack seines Lebens sieht. Also es gibt diese kleine Geschichte, dass mir mal jemand sagte, ein Song von uns hätte seine Beziehung gerettet. Und das ist dann schon, also diese, es ist für mich so, fühlt sich dann an wie eine Riesenverantwortung. Ein bisschen nachdenklicher als sonst geben sich die Jungs von Matzen jetzt in ihrem neuen Video. Statt Rocknummer gibt's Liebeskummer. Das Making-of zum Video Der Moment könnt ihr euch auf ihrer Website anschauen. Hier gibt's jetzt erstmal den Clip. Nur ein Lächeln dort, wo sonst keiner lacht. Nur ein Sonnenstrahl nach einer endlosen Nacht. Der Moment, der uns am Leben hält. Und wer ähnlich melancholisch ist wie Herr Matzen, wen die Wintereinsamkeit gepackt hat, dem können wir vielleicht mit folgendem Film weiterhelfen. Fallout Boy haben ja ihren Namen aus der Superhelden-Serie bei den Simpsons, quasi einem Comic im Comic. Da kämpft nämlich der röntgenverstrahlte Fallout Boy zusammen mit Radioactive Man gegen die Feinde Amerikas. Fallout Boy, die Band, mutiert gerade auch ohne Superheldenkräfte in den USA zu Superstars. Alle Interviews könnt ihr euch in voller Länge mit allen Peinlichkeiten auf Vertigo.fm anschauen. Zu gewinnen gibt's heute wieder ein Skateboard und zwar müsst ihr folgende Frage beantworten. Wie heißt der Vater von Krusty dem Clown? Bis zum nächsten Mal, bleibt ihr schön sauber und ich euch treu.